Den Sieg über den MBC haben nicht nur 4034 Fans verfolgt, sondern auch jede Menge Sportpromis. Eine kleine Delegation der Bietigheim Steelers ließ es sich nicht nehmen, zwei Tage vor ihrem 5:2 Playoff-Halbfinalerfolg über die Dresdner Eislöwen in der Arena vorbeizuschauen und mitzufiebern. Ja, das ist immer schön. Wir haben auch gehört, dass die Jungs dabei waren bei unserem Spiel. Es macht immer Spaß, andere Sportarten zu schauen und ja, wir sind heute dabei. Die Riesen sind auf Playoff-Kurs, die Steelers stehen schon im Halbfinale und sind voll im Playoff-Fieber. Ja, das ist eine besondere Atmosphäre, ist anders. Du gibst natürlich ein bisschen mehr von sich. Es gibt wirklich um viel jedes Spiel und du musst immer konzentriert sein. Es macht die weitere ganze Saison, bis es wieder anfängt. Die Länderspielpause macht's möglich, auch die Fußballprominenz aus der Region ließ es sich nicht nehmen, einen Abstecher zum Basketball zu machen. Gründonnerstag und natürlich auch viel Prominenz, zum Beispiel hier in der MHP-Loge. Rani Khedira ist da, Kakao ist da. Ein gutes Spiel habt ihr euch rausgesucht. Ja, auf jeden Fall sehr erfolgreich und super Stimmung. Und es macht Spaß zum Abwechseln und dann so ein tolles Spiel zu sehen. Als Fußballer hat man nicht so viel Freizeit. Da freut man sich wahrscheinlich, wenn Länderspielpause ist. Dann kann man auch mal was Außergewöhnliches machen, oder? Und dann zum Basketball eine schöne Geschichte, oder? Ja, genau. Wenn man dann wieder in der Heimat ist und so eine Gelegenheit hat, dass man zum Basketball gehen kann, was man selten machen kann, dann ist das natürlich sehr schön. Faszination Fußball und Basketball. Viele Fußballer sind Basketballfans, oder? Ja, stimmt. Also bei uns damals in der Mannschaft, ich glaube, die Davi sind riesen Basketballfan. Ich schaue das auch sehr gerne an, zuletzt weniger, aber immer wenn die Möglichkeit besteht, schaue ich das sehr gerne. Was gefällt dir am Basketball? Auch dieses Team, dieser Teamgeist, so ähnlich wie beim Fußball, aber oder kann man sich da auch was mitnehmen zum Beispiel? Ja, natürlich, auch das Schnelle eben im Basketball, wie schnell es hin und her gehen kann, wie schnell man zum Abschluss kommen kann, das ist schon sehr interessant, auch wenn man heute wieder sieht, wie viele Dreier da geworfen werden, das ist natürlich unglaublich und es macht unheimlich Spaß, das anzuschauen. Vielen Dank euch beiden, viel Spaß, genießt das Essen hier noch und noch ein schönes Spiel. Dankeschön. Ja, Domislav Stiblic beim Basketball, nicht beim Fußball, ja, mal ein bisschen was anderes, aber die Stimmung hier auch nicht schlecht. Ja, hervorragend. Also das letzte Mal, wo ich hier war, war es gegen St. Petersburg in der Europa League. Ja, heute ist, glaube ich, klar die Sache. Ich freue mich für uns. Länderspielpause auch für euch noch mal kurz durchschnaufen, aber da nimmt man sowas gerne mit, oder? Um einfach mal einen freien Kopf zu bekommen auch. Ja klar, wir tragen ja beide den selben Hauptsponsor an der Brust und heute haben wir ein Testspiel in Aalen gehabt und es hat sich halt einfach wunderbar ergeben und hat super reingepasst in die Planung, heute hier vor Ort zu sein. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Also meine Erwartungen sind übertroffen hier. Wieder Teamgeist erlebt, wieder tolle Stimmung, positives Ergebnis. Was will ich mehr? Und in der gleichen Loge wie Kakao, habt ihr schon besprochen, was nächsten Samstag passiert? Nein, noch nicht. Es wird natürlich gekämpft, es soll der Bessere gewinnen und keiner schenkt keinem was. Es geht um Existenz für uns und wir müssen halt einfach ans Leistungslimit gehen, um das Spiel zu gewinnen.